Hallöchen! Ich möchte euch zwei Produkte fürs Gesicht vorstellen, die momentan bei mir die ganze Zeit im Einsatz sind. Und zwar habe ich für die Reinigung von Yes to Cucumbers diesen Reiniger. Und zwar ist das der Daily Gentle Facial Cleaner. Und heißt es überhaupt Yes to Cucumbers? Yes to Cucumbers? Chuchambas? Ich liebe dieses Wort, ehrlich. Ich liebe es. Ich weiß genau, dass mir jetzt wieder 1000 Leute unten Kommentare schreiben, wie man es richtig spricht. Gewöhnt euch dran, ich werde es nie lernen. Es gibt Dinge, die einfach in meine Gehirnwindungen sich nie verankern werden. Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, aber es kommt immer wieder durch. Ist so. Ist aber auch nicht wichtig, wie ich es ausspreche. Wichtig ist, dass ich sage, wie ich es finde, was ich erlebt habe mit dem Zeug. Also, meine Haut hat keine Irritationen. Meine Haut fühlt sich gut an. Ich benutze es unheimlich gern, dass ich mir einen kleinen Klecks in der Hand mache und mit meiner Silikon, ich glaube es ist Silikon, Bürste das aufschäume und dann das Gesicht damit reinige mit dem Bürstchen. Wunderbar. Es riecht leicht wässrig, minimal nach Gurke. Ist angenehm der Geruch, gefällt mir gut. Es reinigt auch gut, ich bin zufrieden, also klar, manchmal bleibt ein kleiner Rest zurück, je nachdem, wie dick das Make-up drauf war, wie ich vorgereinigt habe. Wenn ich zum Beispiel nicht normal geschminkt habe, also wenn ich eine Foundation drauf habe, dann nehme ich vorher sowieso immer ein Abschminktuch und danach erst das Zeug. Das mache ich immer, wenn ich eine Foundation drauf habe oder Puder oder sonst was, mache ich immer so. Ich sage mir immer, doppelt hält einfach besser. Dafür ist es aber in Ordnung, funktioniert, Haut fühlte sich wie gesagt entspannt an, trocknete nicht aus, war auch nicht danach ölig oder sowas. Ich war zufrieden, vollkommen, perfekt, war in Ordnung. Kommen wir zum zweiten Produkt, mit dem ich momentan sehr gut klarkomme. Das ist von Balea Med, Ultra Sensitive Gesichtswasser. Ist auch nun nicht mehr viel drin, wie ihr seht. Es hat keine Parfüme, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe. Es hat auch keinen Geruch. Keinen wirklichen Geruch. Also ich nehme keinen wirklich wahr. Auch wenn ich tue es dann immer aufs Wattepad und ich merke keinen Geruch. Also ich merke da gar nichts. Es trocknet nicht aus. Es zieht relativ schnell ein. Also diese Feuchtigkeitsschicht danach, wenn man mit dem Wattepad drüber geht, verhältnismäßig schnell geht es weg. Ich sag mal so 20 Sekunden, dann ist es trocken. Das geht. Ist nicht so schnell wie bei meinem Lavera-Gesichtswasser, weil das ist drauf und schon weg. Das dauert halt ein bisschen, aber 20 Sekunden ist akzeptabel, vollkommen. Gesicht, keinerlei Reaktion gezeigt, keine negative. Es reinigt sehr gut, es holt auch noch den letzten Dreck aus den Poren raus. Hat mir auch gut gefallen, wäre für mich ein Nachkaufprodukt. Also ich finde es gut. Ja, ne? Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ja, also ich komme gut mit klar. So, das waren meine zwei aktuellen im Testmodus befindlichen Produkte fürs Gesicht. Ich bin mit beiden sehr zufrieden. Beides wären für mich Nachkaufprodukte. Und ja, ne? Lange werden sie nicht mehr halten, ist nicht mehr so viel drin. Und mal gucken. Die brauche ich noch auf und dann schauen wir uns die nächsten an. Ne? Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!